Wie sich die Bilder gleichen. Großer Bahnhof für Klaus Allofs. Gestern Trubel in Bremen, heute hektische Betriebsamkeit in Wolfsburg. Da ist er, der neue starke Mann des VfL. Und der kommt, wen wundert's, mit reichlich Tatendrang. Ich bin froh, hier zu sein. Das sind nicht nur leere Worte, sondern ich bin wirklich froh, weil ich einfach der Überzeugung bin, als dieses Angebot oder die Anfrage kam, weil ich das da einfach, ja, war es vom Gefühl her so, dass ich gesagt habe, das ist es. Das ist die Aufgabe, die dir viel Spaß bereiten wird. Und deswegen bin ich froh, jetzt auch schon hier gleich in die Arbeit einsteigen zu können. Mit Allofs haben VfL und der VW-Konzern endlich den Mann, den sie seit Jahren stets vergeblich suchten. Erfahren, anerkannt, mit Näschen bei Transfers. Klaus Allofs hat in Bremen gezeigt, wie man nachhaltig sportlich erfolgreich sein kann. Und das ist für uns hier in Wolfsburg ein ganz wichtiges Stichwort. Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, Stabilität. Stabil und nachhaltig lief in Wolfsburg seit der Meisterschaft 2009 so gut wie gar nichts. Zig Millionen Euro wurden scheinbar sinnlos für neue Spieler ausgegeben. Nach dem Kaufrausch von Felix Magath stehen noch immer 45 Profis unter Vertrag. Wolfsburg glich einem Verschiebebahnhof. Damit ist ab sofort Schluss. Die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen konnte, hat gezeigt, dass Veränderungen manchmal nötig sind. Gerade zuletzt ist das praktiziert worden, aber dass Kontinuität auch ein wichtiger Baustein ist, wenn man Erfolg haben will. Und von daher wollen wir das, wenn es passt, das soll nicht aufgezwungen werden und das muss der Situation auch angepasst werden, soll Kontinuität und mittelfristiges, langfristiges Planen soll schon eine große Rolle spielen. Kontinuität auch in der Trainerfrage, das ist Allofs nächstes Anliegen. Das Traumduo Allofs Schaf wird es so schnell nicht geben. Thomas Schaf hat dort auch einen längerfristigen Vertrag und das ist jetzt auch nicht jetzt auch eine Maßgabe hier gewesen, dass man gesagt hat, und wenn du verpflichtet wirst, dann erwarten wir eigentlich auch oder dann wünschten wir uns, dass das dann im nächsten Schritt dann auch Thomas Schaf ist. Also das ist überhaupt keine Vorgabe. Lorenz Günther Köstner darf erstmal weitermachen. Oberste Priorität hat die Trainerfrage für Klaus Allofs nicht. Die hat seinen Umzug. Er will nämlich so schnell wie möglich nach Wolfsburg ziehen. Er hasse es zu pendeln, so Allofs.